Herzlich willkommen, Toni Kroos. Hallo. Herzlich willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Bitte schön. Hallo. Ah, das kommt von der Mutterseite, die Ruhe. Aber da sind Oma und Opa nicht die Einzigen, die sich das fragen. Woher hat er diese Ruhe? Eigentlich jeder im Kinofilm sagt, der Typ ist souverän, der ist gelassen, der ist ruhig. Deine Frau Jessie sagt sogar, sie bewundert und mag besonders dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, das du hast. Woher kommt es denn? Woher holt man sich sowas? Boah, schwer zu sagen. Also ich habe es nicht vererbt, wie man ja gerade schon gesehen hat. Also da hat wirklich niemand. Alle sind nervös, wenn meine Spiele sind. Ich kann mich noch früher erinnern, wenn wir Jugendturniere hatten. Ich habe ja oft mit meinem Bruder in einer Mannschaft gespielt. Er war dann meist noch mal kurz brechen vorm Spiel teilweise. Und ich erwähne, ich weiß es nicht. Also ich kann nicht sagen, von wem ich es habe. Aber schon damals war diese Gelassenheit da, ja? Also schon im Jugendfußball? Ja, schon. Schon, weil ich eigentlich, und es ist schön, also ich bin, von wem ich das auch immer habe, sehr dankbar, weil ich habe das Gefühl, dadurch alles irgendwie ein bisschen mehr genießen zu können, als ständig so hibbelig unter Druck zu sein. Also auch das erste Mal im Bernabeu-Stadion, kein bisschen Angst? Nein, Nervosität nicht, also besondere Vorfreude vielleicht und es kribbelt vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt nicht Nervosität, was das betrifft, was da passiert ist. Wir haben ja gerade dieses legendäre Foto gesehen aus der Kabine 2014, Maracana. Deutschland ist Weltmeister, alle feiern mit Merkel und mit dem Bundespräsidenten Gauck. Und da hinten in der Ecke schnürt sich der Kerl die Schuhe. Ist das jetzt schon irgendwie, ist das eine Form von Autismus oder ist das so eine Mecklenburger Sturheit, dass man sagt, macht ihr mal Show, ich habe was Besseres zu tun? Ich glaube, ich ziehe die aus, um dann sie auch direkt zu putzen. Ich habe natürlich schon irgendwo mitbekommen, dass da jetzt gerade ein Foto gemacht wird, auch mit der Kanzlerin. Das übrigens habe ich nachgeholt mit der Kanzlerin. Aber ja, es ist bei mir einfach wirklich so. Also während dieser WM und während der Spiele will ich natürlich irgendwo eine Hauptrolle einnehmen und habe das Gott sei Dank auch dort geschafft. Und alles, was so ein bisschen danach kommt, ist nicht so hundertprozentig meins. Also natürlich freue ich mich. Ich freue mich innerlich genauso wie alle, die auch vorne auf dem Foto stehen. Aber du kannst es nicht so zeigen, sagt dein Bruder Felix. Ne? Also, ja, sagt das kann sein. Film, ihr habt zu Hause nicht so gelernt, Gefühle und Ängste zu zeigen. Woran lag das? Ja gut, in dem Augenblick habe ich keine Angst. Also das ist einfach von mir aus eine... Ich freue mich vielleicht mehr nach innen, aber nicht weniger als alle anderen auch, wie gesagt. Aber ich brauche einfach nicht dieses mit dem Pokal in der ersten Reihe zu stehen. Da bin ich lieber im Hintergrund, ehrlich gesagt. Deine Mama hat gesagt, als du als Teenie, 16-Jähriger, weg bist zum FC Bayern, hat sie viel geweint, hat noch lange für vier Leute gedeckt. Wusstest du das vor den Filmaufnahmen, dass sie so gelitten hat? Natürlich wusste ich es irgendwo. Wir haben da vielleicht auch irgendwie trotzdem nie so im Detail gesprochen. Aber natürlich, ich meine, wenn man ein Kind großzieht und das geht mit 16, ist von einem auf den anderen Tag nicht mehr zu Hause, dann verstehe ich das. Und das war auch, muss ich ehrlich sagen, eine der Szenen im Film, die mich irgendwie auch mit am meisten irgendwie beschäftigt haben oder auch emotional mitgenommen, das irgendwie nochmal zu hören. Man hat weiter irgendwie für vier Mann gedeckt. Da sieht man so diesen Rhythmus, der so drin war. Und auf einmal ist ein Sohn weg. Also ich habe Gott sei Dank noch ein paar Jahre Zeit, bis das bei mir passiert. Ich bin noch relativ klein, aber ich kann mich da jetzt ein bisschen hineinversetzen, ja, wie das ist, alles zu tun für seine Kinder und plötzlich denkt er muss woanders Fußball spielen gehen. Und auf der anderen Seite, der Papa, wo du im Film ja auch eingestehst, da ist was auf der Strecke geblieben im Vater-Sohn-Verhältnis, weil er halt auch zur Hälfte eigentlich Trainer und Förderer war. Was ist da auf der Strecke geblieben zwischen euch? Ja, es war einfach so, und das wissen wir auch irgendwie alle im Nachhinein, dass der Fußball einfach sehr bestimmt war. Er hat erkannt als Trainer, dass da zwei große Talente mit meinem Bruder auch noch sind und vor allem auch mit mir. Und hat eben ja sämtliche Energie irgendwie da reingelegt, aus diesem Talent was zu machen. Ja, und zu ehrgeizig rückblickend? Was das Sportliche, wenn ich das rückblickend sehe, natürlich nicht, weil es hat ja so hervorragend geklappt. Aber ja, natürlich hätte man vielleicht auch hier und da das Bedürfnis gehabt, dann vielleicht zu Hause nicht dann noch jedes Training oder Spiel auszuwerten. Hat es aber vielleicht auch von unserer Seite nicht dann irgendwie so richtig kommuniziert. Und so hat man im Nachhinein manchmal so ein bisschen das Gefühl,
dass eben genau das irgendwie über andere Sachen, die den Jugendlichen auch noch beschäftigen, außer Fußball, dass das nicht so richtig besprochen wurde. Ich habe mit meinem Papa heute ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass andere Väter mit ihren Söhnen, glaube ich, noch innigeres Verhältnis haben und über gewisse Themen einfach ein bisschen mehr sprechen. Deine Frau hat erzählt, dass es eine der wichtigsten Begegnungen wahrscheinlich in deinem Leben, die war mit einem krebskranken Jungen im Krankenhaus. Real Madrid hat ein Krankenhaus besucht. Du hast diesen Jungen gesehen im Alter deines Sohnes. Und in dem Moment ist im Grunde aufgekeimt die Idee, selber was zu tun, eine Stiftung zu gründen. Du hilfst unheilbar kranken Kindern. Was kommen da für Anfragen? Es sind ja wahrscheinlich unzählige. Und wie entscheidest du, wem ihr helfen könnt? Ja, natürlich sind es unzählige. Klar, wenn man mitbekommt, oh, da ist jemand, der hilft, dann versuchen natürlich, klar, alle irgendwie davon auch ein Stück weit zu profitieren, was normal ist. Gerade die Eltern sind ja, sage ich mal, so verzweifelt teilweise. Und deswegen haben wir uns ein bisschen spezialisiert. Wir arbeiten mit zwei Hospizen zusammen und mit der Kinderklinik in Köln. Und ja. Gibt es aktuell gerade eine Geschichte, weil ich weiß, dass du dich mit jedem einzelnen Fall beschäftigst, die du erzählen kannst? Es gibt so viele. Es gibt oft so Galileo-Geräte, so Anfragen. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen insidermäßig, werde ich damit nicht so beschäftigt. Der weiß das nicht, wo einfach helfen, wieder das Laufen zu erlernen. Es gibt so viele Krankheiten, die Bewegungsfähigkeit. Ja, genau, Bewegungsfähigkeit, Muskel gehen zurück. Und das Laufen oder tagtäglich kommen Anfragen und wir versuchen natürlich so viel wie möglich dort zu helfen, weil es einfach ich finde es aus meinem Blickwinkel einfach selbstverständlich, weil ich habe, wie gesagt, dieses Riesenglück, drei gesunde Kinder zu haben. Könnte es mir kaum vorstellen, wenn das nicht so wäre. Und es gibt so viele Menschen, die wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wie wir es tun, die Hilfe brauchen. Und da freut es mich, dass wir jetzt seit 4 Jahren da wirklich vielen helfen konnten. Tolle Arbeit. Mit tollen Unterstützern. Hartmut Engler ist Botschafter der Toni-Kroos-Stiftung, also der Frontmann von Kur. Der Hundeprofi Martin Rütter ist im Stiftungsbeirat und überhaupt tauchen auch im Film eine Menge prominente Freunde auf. Das ist eine ganz illustre Freundesliste. Ne? Mark Forster gehört, glaube ich, dazu. Kai Pflaume hat die Stiftungsgala moderiert. Die loben dich alle über den grünen Kleber. Der Malaschka war auch da. Ja, also unbedingt. Aber die anderen, von denen ich sprach, die erzählen natürlich, klar, für den Kinofilm die tollsten Geschichten. Wir wissen aber auch, dass das eine Frage des glücklichen Schnitts ist. Und dass es auch manche Aussagen gibt, die so nicht im Kinofilm gelandet sind. Mein Kollege Steffen Peper hat sehr pikante Outtakes zusammengetragen, die irgendwie nicht in der Toni-Kroos-Doku gelandet sind. Toni und der Fußball, das ist eine Symbiose, das ist hohe Kunst, das ist bewundernswert. Also man kann doch wirklich sagen, Toni ist eine Maschine. Ich würde sagen, eine Mannschaft macht das, was der Toni vorgibt. Und genau so ist der Toni auch bei den Hunden. Mal jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das glaubt uns doch kein Mensch. Als immer, jeder weiß doch, der Groß macht die Hunde bekloppt. Das ist ja wirklich das Allerschlimmste. Die Hunde, die wollen sich ja wirklich ihr Leben nehmen, wenn die den sehen. Aber die Frau, die Jessie, die badet das natürlich aus. Also die kriegt die Hunde dann wieder auf Kurs, ne? Aber komm, ist egal. Toni und singen. Ich hab's versucht mit ihm. Ja, ich habe auch schon gehört, wie Abenteuerland versucht hat zu singen. Ich habe gehört aus Musikerkreisen, dass Toni jetzt nach dem Kinofilm tatsächlich auch vorhat, als Musiker durchzustarten. Und zwar unter dem Künstlernamen Toni Espanol. Und scheinbar singt er jetzt auch auf Spanisch. Wow. Und ich freue mich ja auch, dass er es versucht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer gibt denn schon in der Öffentlichkeit zu, dass er pur hört? Habt ihr den so mal Basketball spielen sehen? Der kann gar nichts. Das soll er lieber mal sein lassen. Das soll er lieber golfen. Ein kleines Geheimnis, das vielleicht noch keiner kennt, dass er ein begnadeter und begeisterter Tänzer ist. Also er kann es wirklich richtig, richtig gut. Sieht man ja auch an diesem hammer austrainierten Körper. Und wenn ihr ganz lieb fragt in der Sendung, dann denke ich schon, dass er euch das auch mal zeigen wird. Wenn ihr ein bisschen Musik dazu habt, dann glaube ich, dann wird euch das gerne zeigen. Und ja, ich schaue es mir an, bin gespannt und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und damit liebe Grüße aus Berlin.